Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sparen mit Sparbara. Ich zeige euch auch diese Woche wieder meine Lebensmitteleinkäufe, die ich mit einem Budget von 65 Euro bewerkstellige. 65 Euro entspricht genau dem, was der Hartz-IV-Satz für einen Erwachsenen und ein jugendliches Kind für alkoholfreie Getränke und Lebensmittel vorsieht. Ich habe allerdings noch einen gewaltigen Überschuss aus den Vorwochen und ja, kann nach wie vor aus dem Vollen schöpfen. Eigentlich wollte ich erst am Freitag einkaufen gehen, aber unsere Bananen haben nicht gereicht und ich hatte die Möglichkeit, erstmal zu Penny zu gehen, ohne zusätzliche Benzinkosten oder zusätzlichen Aufwand und habe da noch andere schöne Sachen mitgenommen. Regionale Äpfel, 2 Kilo für 2,49 €. Deutsche Erdbeeren für 3,71 Euro, also die haben aufs Kilo, ich glaube, 6 oder 7 Euro gekostet. Dann hatten sie ganz günstige Heidelbeeren, wahrscheinlich, weil morgen Feiertag ist. Da hat das Päckchen nur 50 Cent gekostet. Ja, dann die drei Fairtrade-Bananen, die uns dann, also ich habe noch drei im Kühlschrank, das reicht dann genau bis Freitag, bis ich wieder einkaufen gehe. Die waren voll günstig, die haben aufs Kilo nur 1,59 € gekostet und ja, habe ich jetzt 90 Cent für bezahlt. Dann eine große Gurke für 59 Cent, Rosinen, also beziehungsweise Sultaninen für 89 Cent, dann Müsli-Riegel, die sind natürlich nicht gesund, ne? Also das zählt jetzt nicht zu gesunder Ernährung, aber ich habe immer zwei Müsli-Riegel in meinem Rucksack. Falls ich irgendwie aufgehalten wäre und mittags dann denke, ich halte es nicht mehr aus, bis ich wieder zu Hause bin. Ja, 8 Stück kosten 99 Cent und die können einem dann schon manchmal so noch eine Stunde oder zwei überbrücken. Also ich will ja nicht ins Unterzucker kommen. Ne? Ja, also nicht unterzuckert werden. So, dann sind unsere Chips so gut wie leer und der Penny hatte die Chips frisch im Angebot für 95 Cent. Und die hatte ich ja jetzt neulich mal probiert, diese Cashews mit Honig und Salz. Also die hat mir total gut geschmeckt. Die kosten 1,79 €. Und ich hatte mich das letzte Mal vertan. Ich habe gesagt, wie kann das sein, dass die Cashews hier günstiger sind, als wenn man sie pur kauft. Das ist ein Cashew-Erdnuss-Mix und die Erdnüsse sind natürlich nicht so hochwertig wie die Cashews. Ja, das war's erstmal von Penny. Ich melde mich dann nach meinem Freitagseinkauf wieder. So, jetzt ist Freitag und ich musste ein bisschen umplanen. Ich hatte eigentlich einen riesen Einkaufszettel für Netto und Rewe aufgeschrieben. Da gab es auch etliche gute Angebote, wie zum Beispiel wieder einen 10-Euro-Gutschein beim Kauf von 3x Instant-Kaffee. Außerdem, ich glaube, 20% oder 25% Rabatt auf Nüsse bei Netto. Aber ja, ich hatte ein kleines Zeitproblem und deshalb war ich jetzt nochmal bei Penny und habe da jetzt so viel mitgenommen, dass wir trotzdem die nächsten Tage überbrücken können, also ganz gut überbrücken können, denn ich habe hier immer eine reich gefüllte Vorratskammer. Genau, ich sagte, ja, ich sag euch am Schluss da noch was dazu. So, also ich habe nochmal Bananen eingekauft. Ja, diese schönen Fairtrade-Bananen, die haben 1,59 € aufs Kilo gekostet. Das sind jetzt knapp 1,7 Kilo für 2,69 €. Dann nochmal die schönen deutschen Erdbeeren. Ich kaufe die wirklich nur, wenn Saison ist und dann halt für auch zweimal pro Woche. Ne? Das ist, ich denke mal, das sind so 4 Wochen, wo man wirklich sich an Erdbeeren satt essen kann und dann freut man sich wieder, wenn es nächstes Jahr neue gibt. Diese Schale hat 2,94 € gekostet. Dann habe ich nochmal Heidelbeeren mitgenommen. Die waren jetzt allerdings nicht mehr so günstig wie, wann war das, am Montag oder so, als ich einkaufen war. Aber, ach nee, am Mittwoch war das, ne? Genau, am Mittwoch. Aber trotzdem 250 Gramm für 1,69 € und normal kaufe ich immer Bio-Zitronen. Jetzt waren diese, die waren wirklich sehr schön, für 99 Cent im Angebot 3 Stück. Und ja, darf man jetzt halt nicht die Schale mitverwenden, aber ich dachte mir, ich könnte so irgendwie so eine Art erröten die Jungfer mal machen. Muss vielleicht noch ein bisschen Buttermilch besorgen. Ja, also jedenfalls schmeckt das ja auch in Joghurt und Quark auch einfach sehr gut. Ja, dann gab es Graminisaft im Angebot für 95 Cent. Ja, ist jetzt nicht im Mehrweg, aber ist ja ein sehr hochwertiger Saft. Dann eine deutsche Paprikaschote, die hat aufs Kilo 4,90 € gekostet. Das heißt, diese hier hat 1,16 € gekostet. Und dann außerdem noch so ein paar Snack-Paprika für 1 €. Einen Lauch, den werde ich jetzt gleich klein schneiden und einfrieren für 99 Cent. Dann kann ich immer für Suppe oder so ein Currybratreis oder wenn man halt Lauch braucht, einfach so eine Handvoll auftauen. Dann habe ich hier diese Rispentomaten mitgenommen. Die sind auch so günstig, 1,19 € aufs Kilo
Und ja, die 4 Stück hier für 74 Cent. Ja, das war's an Obst und Gemüse. Dann habe ich noch 1 Kilo Schupfnudeln mitgenommen. Das war auch im Angebot für 2,29. Kann man natürlich auch noch wesentlich günstiger selber machen. Aber dann, ja, ich nutze das, wenn es mal wirklich schnell gehen muss. 1 Kilo ist natürlich viel zu viel für 2 Portionen. Da gefriere ich dann ja, die Hälfte ungefähr ein. Und ja, habe dann, also es gibt wahrscheinlich sogar mehr als 4 Portionen. Ne? Also je nachdem. Und ja, den Rest kann man einfrieren, problemlos. Und dann noch 2x regionale Sahne für jeweils 99 Cent. Die ist etwas teurer, aber es ist auch etwas mehr drin. Es sind 250 Gramm drin. Ja, das waren meine schönen Einkäufe. Und es wird mir schon ein paar Mal in die Kommentare geschrieben, dass das jetzt nicht so aussieht, als könnte man da 3 Portionen... drei Mahlzeiten pro Tag kochen. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich fast alles, was ich ansonsten zum Kochen brauche, noch auf Vorrat oder eingefroren. Ich habe Mehl, Nudeln, Kartoffeln, Reis, das habe ich immer da. Das fülle ich auch immer auf, noch bevor das komplett entleert ist. Und Brot hatte ich jetzt auch schon eine Weile nicht gekauft. Ich habe noch mal selbst gebacken. Ich habe ja einen Brotbackautomaten und da braucht man ja letztendlich auch nicht viel dafür. Ein bisschen Trockenhefe, Wasser und entweder eine Brotbackmischung oder halt Mehl mit ein paar Gewürzen. Genau, und Butter hatte ich ja so viel mitgenommen, das habe ich noch eingefroren. Und wir sind hier kein Wahnsinns, also wir essen jetzt weder viel Käse noch Wurst, also eigentlich so gut wie gar nicht, sodass wir da trotzdem sehr fantasievoll essen können. Meine Fleischvorräte gehen jetzt langsam zu Ende, die ich eingefroren habe. Nächste Woche müsste es noch klappen und übernächste Woche mache ich dann einen großen Fleischeinkauf. Allerdings jetzt, also was ich jetzt sagen muss, sorry, ich wollte ja wirklich viel Geld ausgeben diese Woche, aber ich habe es wieder nicht geschafft, das Budget auszuschöpfen. Ich habe es jetzt mal überschlagen. Es müssten so 30 Euro sein, die ich ausgegeben habe. Das heißt, ich gehe aus dieser Woche wieder mit einem Plus von 35 Euro. Und ja, mein Überschuss wird größer und größer. Ja, sodass ich jetzt könnte letztendlich sogar eine Party organisieren. Und wird noch aus dem Lebensmittelbudget, aus meinem Hartz-IV-Budget zu bewerkstelligen sein. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Sparbara.